Hey, na? Die Hilleague hat ja jetzt angefangen und einige haben jetzt sicherlich Bock auf die Speedruns von den Missionen. Daher gibt es für mich jetzt ein paar Tipps und auch entsprechend gute Runs von den Missionen. Nebel ist das denkbar schlechteste Wetter zum Erklären. Aber okay. Wenn man hier mit dem NPC spricht, dann fängt der mit seiner Animation an und ich orientiere mich hier an meine Kopfschnocken an. Diesen Kopfschnock. Dann kann man anfangen, da durchzurollen. Spart nur wenig Zeit. Jetzt kommt zwei Mörser. Da kann man auch rollen. Und nochmal rollen. Damit man nicht anfängt zu stolpern, spart auch nur ganz, ganz wenig Zeit. Ist mehr Swag als Speedrun. Wenn man bei der Liga auf Heroisch stirbt, startet man direkt am Anfang mit offenem Tor. Das wiederum spart sehr viel Zeit. Gut. Hier geht es einfach nur darum, die Gegner so schnell wie möglich zu clearen. Keine große Magie dabei. So, hier braucht man jetzt vier schnelle Kills. Vier schnelle Kills und den Briefcase sofort aufsammeln. Keine Zeit verschwenden für was anderes. Zack, Briefcase. Jetzt hat man Zeit. Ab jetzt muss man warten, bis die Gegner spawnen. Also bei Challenging rennt man einfach hier in der Mitte durch und klettert die Leiter hoch. Bei Heroisch bleibt man da unten stehen und wartet, bis die runterkommen. Einfach einmal schießen, dass die einen bemerken, dann warten, bis die runterkommen. Bei Challenging will man unbemerkt bleiben, so lange wie es geht, um dann hier oben so schnell wie möglich diese Kills zu fahren, um dann hier in dem Raum den Respawn zu clearen. Ich habe nur einen Gegner, der überlebt hat. Das heißt, der Respawn spawnt ziemlich gut und schnell. Das heißt, es wird ein sehr guter Spawn-Clear. So, hier gilt das Gleiche wie immer mit dem Spawn. Die Richtung, die man anschaut, da spawnen die Gegner tendenziell. Wenn ich also mich hier so positioniere, okay, das wird knapp, dann sollten die möglichst permanent hier spawnen. Und der nächste Part ist ein Autoscroller. Man hat diese zwei Radare und man muss einfach so lange in dem Kreis bleiben, bis die eingenommen sind. Diese vier Gegner hier müssen sterben, damit man das Radar benutzen kann. Problem ist, wenn man die Tante hier... Wenn man hochklettert, springt die Tante runter. Das ist problematisch, deswegen killt man sie am besten von unten. Da muss man mal gucken. So, jetzt ist ein Autostroller dran. Das heißt, ab jetzt haben wir so lange Zeit und müssen nicht wirklich was tun, bis das auf 100% ist. Eine Sache gibt's. Währenddessen spawnen die ganze Zeit Gegner. Solange die uns nichts tun, ist uns das prinzipiell egal. Das heißt, wir müssen einfach nur diese Zeit überleben. Das heißt, man kann die killen oder man kann die einfach rumlaufen lassen, wie man Bock hat. Und bei 99% renne ich los. Und sofort das Radar aktivieren. Der Unterschied beim zweiten Autoscroller, also jetzt, ist, dass wir drei Gegner leben lassen wollen. Gerade leben die drei und keiner von denen benutzt ein Geschütz oder sonst was oder würde sich vercampen. Das heißt, die drei sind eigentlich schon ziemlich gut zum Behalten, solange das Radar fertig wird. Die Gegner sind sehr nah, das heißt optimal, um die gleich wegzutackern. Also jetzt. Und da die jetzt down sind, kommt der Heli. Man kann sich hier noch die Munition holen, wenn man das möchte. Gerade ist halt Zeit dafür. Und dann will man sich hier positionieren, an dieser Ecke. Denn der Heli kommt und dann kann man hier direkt mit F den Briefcase anhängen. Sofort, sobald der Briefcase dranhängt, loslaufen bis zu der Brücke hier vorne. Denn jetzt kommt der Boss und seine vier Ads. Aber hat kein gutes Loadout, um den zu killen, ehrlich gesagt. Ja, das ist schon okay. Einer der Gegner ist gerade sehr langsam. Das kann schon mal vorkommen. Die spazieren von hinten dann ganz, ganz langsam. Da muss man einmal schnell drum rumlaufen und die killen. Ansonsten einfach diese vier Gegner, die irgendwo sein können, schnell töten. Und dann zum Ende sprinten. Hat keiner gesehen. Der Run beginnt erst jetzt. Das ist jetzt der Run.
Looks clear. War ich bestimmt so 50 bis 100 Millisekunden zu schnell. Aber naja. An der falschen Ecke gespart, ja. Das war richtig gut. Shit. Guck, viel besser der Run. Okay, diesmal nicht. Oh. So, 4 schnelle Kills, please. Electronic signature detected. It's the RFID code we're looking for. The briefcase must be close. Copy that, Kelso? Loud and clear. Standing by. Once you acquire the briefcase, head to the roof of the rotunda and wait for the helicopter. That mortar team is still up there. Understood. Oh, das ist immer noch sehr laut. Erstmal hinter die Deckung legen. Das war eine verdammt gute Spawn-Lotterie. Holy shit, der ist richtig nice. Ey, wie wär's, wenn der Run jetzt im Theater an RNG stirbt? Wär voll gut, oder? Bless RNG, denn ich möchte nicht sterben. Ja, ja. Oh, das sieht schlecht aus von RNG. Und... Hua! Oh mein Gott, das hat funktioniert. Eins. Okay, komm, bitte, bitte überleb. Nice. Puh. Thanks, RNG. Nein, stopp. Nice spot for a turret. Oh boy. When the roof is clear, send up a flare to signal us. Der Run ist gut. Es wäre echt mies, wenn er stirbt. Aber auch gerade bei eurem Shenanigans hier. Boah. Jetzt bitte einfach keinen groben Fehler mehr begehen. Das ist so nice.
Die schlimmen Parts sind alle rum. Wir haben jetzt ein bisschen Wartezeit. Bisschen chillen. Dann noch die Autoscrawler. Den Boss clear. Und dann haben wir einen netten Run. Der Wahrscheinlichkeit nach unter 13 Minuten. Danke, Black Cat, für dein Blast RNG. Ich bin mir sicher, das hat sehr geholfen. Ich muss sagen, Glück von einer schwarzen Katze zu kriegen ist sehr besonders. Dementsprechend war das auch sehr ungewöhntes Glück. Hast du gesehen, ich habe überlebt, aber es war total seltsam, wie. Aber es hat funktioniert. Boink, boink. Boop, boop. Nice. Override. So, jetzt spawnt nicht irgendein Tank, schießt eine Granate hier rüber und ich sterbe random. Das passiert jetzt einfach gar nicht. Sagte er und begann ganz viele Gegner zu töten, sodass umso mehr Gegner spawnen. Neue PB-Ink, würde ich sagen. Erinnerst du dich an Jupiter, wo vorhin auch PB-Pace war? Und dann war es doch 17 Sekunden langsamer. Der Run ist erst dann rum, wenn er um ist. Aber ja, Potenzial ist da. Es ist soweit alles richtig verlaufen, um das zu einer guten Zeit umzuwandeln. Und die schwierigen Parts von Capitol sind definitiv rum. Das ist, wie gesagt, ein Autoscroller. For the beams. Nice. Da kommt gleich ordentlich was auf mich zugelaufen. Confirming one trailer out of action. Okay, knock out the other one. Ich gehe auch nochmal safe, bevor ich an dem sterbe. Scheiße, 300 Millisekunden zwischen dem Autoscroll verschenkt, Mist! Ich denke, der hat das Potenzial mit einer Schrotflinte. Puff! Man liegt mit einem Boden. Auf dem Boden. Man liegt auf jeden Fall. Es ist so egal, wie viele Gegner ich hier gerade töte. Don't kill me. Die Zeit ist doch gut. So, was sagen denn die Gegner? Ja. Kein Fan von Granaten, wenn ich ehrlich bin. Sand durch die Wand geklettert. Okay. Was bist du für einer? Ich scanne nochmal.
Der muss ganz schnell weg. Gut. Shit, der eigentlich auch. Ja, dann stell mal dein Radar, dein Geschütz auf und ich zerstöre es ganz schnell. Oh, fuck. Das könnte sehr schlecht sein. Wenn der jetzt nicht auf mich zukommt, zumindest. Er kommt auf mich zu. Das war relativ langsam. Passt aber. Munition reicht. Egal, ich nehme trotzdem noch die Munition hier mit. Vergessen Autostore zu timen, war es mir auch egal. Cargo Hook. Attach Briefcase. I shall attach the Briefcase. Sprit! Möglichst wenig President Ellis-Syndrom und dann haben wir's. Das sieht nach wenig President Ellis-Syndrom aus. Never mind, sie haben alle President Ellis-Syndrom. Das ist auch okay. Hello there. Hi DJ Tickle, ich bin gerade noch sehr im Fieber. Kleinen Moment. Muss ganz kurz eine gute Zeit auf Kapitol laufen. Hi, thanks for the raid. Hallo. Sub 13? Yes, no, yes, no. Will be close. Du, 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 du. Oh. Yeah, it should be a sub 13. That's nice. Hey! Puff! Oh! Ja! Sub 13! What a timing, man. Like, raiding in here right as the good run finally happens. yeah, well, that's not accurate at all. Hey, that's nice.